Hallo und herzlich willkommen hier bei Portal 2. Es gibt wieder eine neue Folge und wir sind, Bewegungsgele. Drittes Chapter. Ganz toll. Die letzten haben ja gut geklappt. Schauen wir mal, ob es hier auch so weitergeht. Es sieht also auf jeden Fall kompliziert aus. Ich sehe hier wenig Gele. Ja, viel Abgrund. Doch hier oben. Oh. Wo ist der Knopf? Hier ist auf jeden Fall. Ja, genau. Hier können wir dann alles verbinden. Dann können wir ja da hin und ich setze das Portal dann rechtzeitig um. Du machst es echt schwierig, oder? Was? Oh Gott, der hat nicht mal hüpfen müssen. Warum war ich das schwierig? Ja, du hättest es ja auch einfach an den Rand und wärst einfach rüber gelaufen. Wo hat es jetzt hingeplöpst? Weit daneben. Weit daneben, sagst du. Kannst du da stehen? Nein. Kannst du da drin nicht stehen? Nee, ich komme nicht über den Knopf drüber. Dann musst du nochmal zurückkommen. Ich mag nicht wieder zurückkommen. Du musst es noch doch so machen. Dahin. Dahin. Oder dahin. Das ist mir egal. Hauptsache irgendwie. Ups, das wollte ich nicht tun. Wo kommt es denn genau runter? Eher da so? Ja, noch ein Stückchen weiter. Da so? Das ist viel zu weit. Da so? Ja, das passt schon besser. Ich weiß nur noch nicht, warum ich das tun sollte. Und mir dünkt, ich muss das andersrum tun. Scheiße. Das habe Gut, ich das reicht nicht. Mein Garten macht daraus keine Wissenschaft. Richtig da. Ja, will. Es ist leicht schief, das ist nicht gut. Das geht schon. Ja, das könnte gehen. Ich hätte auch durch das Portal gehen können, wäre ich ein bisschen schneller gewesen. Ach ja. Ihr habt den Timer vergessen. Fuck. also ich auch. Perfekt. Wolltest du nicht eigentlich auch einstellen? War schon bereit, aber war noch nicht bereit. Ach so. So, da darf ich nicht durchschießen. Wir müssen aber... Was machst du da? Dachte, das sah schlüssig aus. Nein. Geh mal weiter. Ja, und dann falle ich runter. Ah. Hi. Nein, zurück. Jetzt geradeaus. Tschüss. Oh. Was ist Ploppy passiert? Girl. Ich sehe es ja nicht mal wo. Ach, da hinten. Ploppy Girl. Okay. Loppigel. Drück nochmal. Oh, sorry. Ja, genau dieser Knopf. Drück nochmal. Ah, hast du schon. Yay, ich bin am Ausgang. Kommst du? Ich habe Angst. Ich habe Angst. Ich weiß nur nicht, wie du da rüber kommst. Mach mal. Ich muss hier. Eigentlich gut. Ich muss ja erstmal dahinter. Kannst du da ein Ploppigel machen? Da ein Ploppigel. Hier, guck mal. Jetzt Was kannst du durchlaufen, da? Oder? Reicht das? Warum machst du nicht einfach da Ploppigel? Geht das nicht? Ich habe ja keinen Knopf. Der ist doch. Wo ist denn der Knopf? Naja, das Ding könnte ich ja noch drücken. Was ist denn hier kaputt? Wo? Houston, wir haben ein Problem. Oh. Die hört hier auf. Ich versuch mal, ob ich hier... Jetzt? Ah, jetzt geht's. Angst.
Jetzt kannst du hier rüberkommen. Jetzt habe ich kein Lobby-Gel. Doch, hier. Da, unten. Hier. Hier. Kann ich nicht da drüben ein Portal setzen? Hä? Hey, du musst nur auf das Gel hüpfen? Ich vermute, dass das nicht geht. Warum soll das nicht gehen? Ich bin doch auch so hochgekommen. Ich hatte nur einen Job und den habe ich verkackt. Mhm. You have one job. Achso. Ach nee, das Gel war ja da drauf, ne? Stimmt, da war ja was. Weg ist. So schwer ist das nicht. Sie können sich nicht allein befreien. Mach mir einfach mal diesen Gateway da oben hin. Vielleicht kann ich ja beim Runterfallen da irgendwie. Natürlich falsch rum, oder? Ja, natürlich falsch rum. Ich kann es nicht wirklich ausrichten. Warte mal. Aber ich glaube, du würdest es eh nicht schaffen. Ach nicht, was ich da sehe. Nee, ist zu weit weg. Das Rätsel ja schon gelöst, Alter. Das wäre zu einfach. Aber ist, irgendwas muss das doch da sein. Warte mal. Mussten wir hier bestimmt Lobby-Gel hinmachen. Ja! Ich weiß auch wie. Jetzt stell dich nicht so an. So, jetzt kannst du rüber, oder nicht? Will nicht. Ich will wirklich nicht. Ich will nur bis zum Knopf. Okay, bis zum Knopf. Und jetzt? Ja, und dann denkst du mal nach. Ganz scharf. Wenn ich hier jetzt das mache. Wo fällt das hin? Nee. Gucken, was er gemacht hat. Warum macht er das? Nein! Doch, jetzt kannst du doch da. Was ist da? Guck mal, was ist da? Naja, fast. Ja, aber es hätte doch funktioniert, wenn du hier jetzt. Ja, jetzt kannst du Blubs drauflassen. Achso, ne, die Brücke ist ja dann weg. Wo pinkst du denn hin? Ich sehe nichts. Auf der anderen Seite. Du pinkst genau dahin, wo ich nicht sehen kann. Ah, doch, hier. Ja, und jetzt? Da oben. Und da oben. Okay, das ergibt auch irgendwo Sinn. Was ist das denn? Ist zwar nur eine kleine Pfütze, ist das aber. Alles? Die muss für dich genügen. Dein Ernst? Ja. Und dann schaffst du es nicht mal. Ich niemals rüber. Was war das jetzt? Sie ist zu klein. Warum machst du das? Das ist zu klein. Bist du nie als Kind mal im Pfützen gehüpft oder so? Jetzt ist schon ein bisschen größer. Es war einfach zu klein. Das geht nicht. Oh yeah. Ich habe zwar keine Kontrolle über die Welt außerhalb. Mit nix ist er zufrieden. Doch die war zu klein. Entweder zu klein oder zu groß. Nee, meistens auf der zu letzten klein. Strecke werdet ihr sie brauchen. Zu groß ist da eher selten. Man kann nie genug ja, genau. Platz haben, um drauf rumzuspringen. Ach du Scheiße, es wird nicht besser. Ich weiß noch nicht, was du meinst, was besser werden soll, aber ich stimme einfach mal zu. Sag mal so, ich rede nicht immer weiter, nein. Hat euch hoffentlich nicht traurig rein ist gut, reden. Ist ja, bereits diese Einsicht selbst eine Art von Test? Ja, das hast du zu verschulden. Ich habe nichts getan. Glückwunsch zum Abschluss des Tests. Hä? Abschluss des Tests? Ich hab da gar nichts gemacht. Hey, du hast mein Portal kaputt gemacht. Nee, ich wollte da. Hallo. Nein, ich wollte da rein.
Wo? Was? Okay, man klatscht da dagegen. Das funktioniert nicht. Kannst du nicht durch das mein Portal hüpfen? Nee, das langt nicht. Hm. Schaut ungesund aus. Oh, das war die falsche Seite. Yeah. Warum? Ich will das nicht. Du blubberst. Oh Gott. So. Wo bin ich dann? Voll geblubbert habe ich dich. Das macht es auch nicht besser. Oh oh. Oh oh. Wow! Was tust du da? Blobby auf der anderen Seite. Ja, das geht ja, indem man hier. Mach mal Blobby. Einwandfrei. Mhm. Ich hab's halt voll drauf. Da irgendwie. Wird nur immer unterschätzt. Wo stehe ich denn jetzt? Ich stehe auf der Lampe. Guck dir das an. Mhm. Das ist ja fein gemacht. Also wenn ich jetzt mach mal was, dass ich da... Bin ich denn vorhin... Nein, da unten. Wie bin ich denn vorhin rausgeschossen gekommen? Und warum? Ach, ich bin durch dein Hellblaues geschossen, wie auch immer. Egal. Hui. Autsch. Das war falsch. Mhm. Du könntest auch versuchen, dann hier und dann da hochzukommen. Das sieht richtig aus. Alter. Jetzt steht schon wieder auf der Lampe. Was tust du da? Aua. Das sieht nicht gesund aus. Ich bin nicht durchgekommen, Mann. Einfach nur durch dieses hellblaue Portal. Mach doch das mal da unten hin. Ja, es ist hier unten. Achso, mein. Hier, so. Nein! Da unten. Hier unten. Ja. Nee. Och, ist jetzt aufzuspringen, doch, ich glaub's ja nicht. Ja, 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 noch ein Stück, noch ein Stück. Ja, ja. Ja, und. Tschüss. Sehr schön. Kann man dich mobben? Nein. So. Da! Bring ihn ein! Ist die Verbindung noch aktiv? Ja, ist er. Oh Gott. Verbindung wiederhergestellt. Kein Anschluss unter dieser Nummer. Was? Ich dachte, was? Ich glaube, das ist Range. Ach, das ist ein Respawn. Ey. Ja, und jetzt hast du eine Mütze auf. Echt? Ja. Jetzt erst. Jetzt will ich es aber auch nicht mehr vorstellen. So, wir haben hier ein Portal und da haben wir was und hier haben wir was zum Drücken. Und da blubbert's. Okay, dann lassen wir mal hier drauf blubbern. So. Geh mal rüber. Weil ich kann nicht mehr durch, sonst ist mein Portal weg. Was? Wo gehst du hin? Achso. Dann sag mir, was du siehst. Blubber. Oh, ich kann es mir ja selbst ansehen. Du kommst da gar nicht durch, oder was? Blubber. Blubber. Mach mal blub. Ich mach blub. Mach mal blub. Okay. Ja? Schön. Und jetzt? Ich mag es so. Ich darf nicht durch, sonst fallen wir beide runter. Warum? Weil da mein Portal weg ist. Geh weg. Mm-mm. Geh doch zurück. No. Oh.
Naja, da oben kann man noch mehr rumblubbern. Mach da mal eins hin, vielleicht kannst du ja durchlaufen. Nee, stopp, ich brauch irgendwie diesen Weg. Nö. Ich glaube, das funktioniert nicht. Nö. Da komme ich nicht ganz hoch. Hab ich jetzt mein Ding noch da hinten? Dein Ding? Ja, ich will mein Ding wieder haben. So, mach mal blub. Ich mach blub. Also mach dein Gateway mal weg. Blub. Da jetzt mal blub. Schon wieder? Naja, ich kann noch zweimal blub machen. Weiß zwar noch nicht, was es bringt. Da muss ein Gateway hin. Da muss man Gateway hin. Warte, da muss ich wieder dahin, so. Nochmal blub? Ja, irgendwie muss da was hin. Also hier. Ist unter mir nichts? Ich sehe es ja von hier aus nicht. Und wenn kann ich ja nicht hinballern. Aus? Nee, da ist nichts. Da müsste aber was hin. Du könntest vielleicht das Rote, wo das Rote ist, dein Gateway drunter machen. Oder da, wo mein hellblaues ist, dein rotes hin. Dann blubbert es nämlich da raus und eventuell dann auf, ja, mein Gateway. Wo ist denn das hellblaue? Ja, da. Da genau. Habe ich doch gerade gehabt. Sicher? Oh, doch, da bin ich hier, da bin ich gewesen. Bin ich gewesen, dann hat's dagegen geblubbert. Achso. Aber da kannst du nochmal gegen blubbern, das sieht nicht ordentlich aus. Okay, dann machen wir das. Na, schon besser. Und wenn wir jetzt da. Nochmal? Okay. Ich doch so gerne damit. Das hat nichts gemacht. Also du musst hier dein Gateway hinmachen. Und dann nochmal blubbern. Ob das was bringt? Blubber mal dagegen. Es wird lustig. Ah, und dann haben wir hier dieses Zickzack wieder. Ja, das wird toll. Oh Gott. Hi. Aber es hat funktioniert. Hi. Ich frage mich, ob mir die Menschen für diese Rettung ein Denkmal errichten werden. Keine Sorge, sollten sie je meinen heroischen Rettungsakt dokumentieren, werde ich dafür sorgen, dass eure Namen in den Fußnoten erscheinen. Ja, immerhin etwas, oder? Fußnoten. Gut, könnten auch die Kopfnoten sein, aber egal. Wenngleich aller Ruhm für die Rettung mir zufallen wird, glaubt nicht, dass ihr leer ausgehen werdet. Ihr habt euch hier Bande geschaffen, die ein Leben lang halten werden. Wir hätten das Ende der Folge erreicht. Ja, wollte ich gerade sagen. Darum machen wir hier mal einen schönen Schnitt und die Testkammer 5 sehen wir beim nächsten Mal. Haut rein. Ciao. Tschüss.